Oh, liebe Leute, willkommen zurück. Es geht hier wieder weiter mit Master of Magic. Jawoll, ja. Wir haben einen großen Siegerrung in der letzten Folge. Wir haben hier unsere Stadt Exebury zurückgeholt. Und unsere People haben hier ausgehalten. Die müssen sich jetzt ein bisschen heilen. Aber wir können tatsächlich dann schon mal in der nächsten Runde Richtung Old Castle gehen und das eventuell zurückerobern. So, Devonburg haben wir auch erobert. Die warten bis zur nächsten Runde, um sich auch zu heilen. Hier könnte ich angreifen. War die People hier. Probiere ich mal. Jawohl, wir haben nichts verloren. Sie haben alles verloren. Perfekt. So, und jetzt können die hier nochmal angreifen. Jawohl. Jetzt nochmal. Und hab ein Level Up sogar. So, der hier ist jetzt langsam in der Gegend, um den Zauberknoten zurückzuerobern. Mal schauen, ob wir das schaffen. Und jetzt bewegt sich erstmal alles hier. Wir haben ja auch schon in August 1419, beziehungsweise jetzt gleich sogar im September und Runde 237. Jawohl. Ja, also den Kontinent haben wir jetzt fast für uns. Da sind noch zwei fremde Städte auf unserem Kontinent. Und dann müssen wir tatsächlich langsam mal übersetzen zum Gegner. Ja. Greift er uns unsere Stadt hier an. Wir schicken mal den Vertrauten und wir haben einen Druiden verloren, okay. Kein Problem. Dafür haben wir dem seine ganze Einheiten komplett vernichtet. Ja, ich meine, der hat jetzt so viel Truppen hier gehabt. Jetzt hat er nicht mehr ganz so viel da scheinbar, also gar nichts mehr. Jedenfalls nichts mehr. Soll der sich mal hier reinbewegen und den Druiden ersetzen ein bisschen. Bestienthema, okay. Haben hier einen Schwertkämpfer gebaut, wunderbar. Können wir uns jetzt hier auf die Stadt ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen geschützt immerhin. Hat jetzt. Da gab es ein Level Up. Hier war ein Bogenschütze gebaut, den Grey Monarchs. Hier bauen noch ein paar andere Einheiten und dann soll ein Tempel gebaut werden. Dann die Handelswaren. So. Hier haben wir eine Kriegsakademie gebaut, in Riverland. Gab schon einen Paladin und also Paladin und Hochmenschenpriester ist schon im Bau. Sehr gut. Hier haben wir Bogenschützen in Exebury gebaut. Ich würde auch mal sagen. Achso. Habe ich jetzt gemacht. Egal. Machen wir erstmal die Uni hier. Hier brauche ich unbedingt Verteidigung ins Land. Kann ich schon mal einen Bogenschützen, eine Kavallerie und was ist das hier? So, das wollte ich eigentlich lassen. Stopp, 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 stopp. Ah, das wollte ich machen, genau. Dann Bogenschützen. Dann eine Kavallerie. Dann nochmal einen Bogenschützen. Dann schaut es hier schon mal ganz gut aus. Sehen wir dann schon. Wobei mir das hier zu nah an der Grenze ist. Ist hier tatsächlich. Alchemistengilde, ist das sau teuer, aber die kaufe ich trotzdem mal in diesem Fall. Und dann bauen wir noch einen Bogenschützen hier. Okay, Bauwarteschleife erledigt. Achso, das haben wir ja gerade gemacht. Okay. Hier Bright Heaven haben wir einen Bogenschützen gebaut. Wunderbar, haben wir jetzt zwei Fernkämpfer jetzt und hier kann man dann erstmal weiterbauen. Und wobei ich würde hier vielleicht sogar hier bauen dann irgendwann mal, ne? Okay. Und dann haben wir hier eine Uni. Cantyland. Hier sollte auch ein Pikenier mal gebaut werden. Und ein, ne, wir haben hier, was haben wir hier denn? Lagunhelle bei dir. Was sucht denn der hier eigentlich da drin? Naja, passt schon. Bogenschützen auf jeden Fall noch hinterher. Dann Bank und so weiter. Passt. Und hier haben wir noch ein Wertkämpfer gebaut, okay. Okay. Hier brauchen wir aber tatsächlich noch mehr Sachen. Noch ein Wertkämpfer, noch ein Bogenschütze. Danach erst die Stadtmauer. Dann bewegen sich nämlich die ganzen People hier raus und Richtung Gegner. Richtung Old Castle, dass wir das auch einnehmen. Da sind zwar einige People hier am Wasser, aber egal. Ach, deswegen braucht er Trirem. Natürlich, mit den Triremen kann man die
Einheiten auf dem Wasser bewegen, ne? Okay. Das habe ich jetzt ganz ignoriert. Hier wird ein Berserker gebaut. Das beschleunigen wir mal ausnahmsweise. Und dann lassen wir irgendwie irgendwas hier oder wie? Nee. Eigentlich habe ich keine Lust, da irgendjemanden da zu lassen. Egal. Das jetzt mal beschleunigt. Hier ist nichts in der Nähe. Wir riskieren mal, dass wir Richtung Wolfsburg gehen. Hier haben wir diese People, die sind fertig. In einer Runde ist schon mal die erste Verteidigungseinheit da. Hier ist der Kontinent zu Ende oder was auch immer. Dann gehen wir mal da lang. Und lassen das hier mal kurz frei. So, hier sind wir auch schon bald am Ort des Geschehens. Und dann können wir mal den Zug beenden. Dann bin ich mal gespannt, Leute. Torin in drei Runden. Ah, hoffentlich klappt diesmal. Würde den schon gerne als Held haben. Ich hab's irgendwie, ich vermute mal einfach, dass der Zauber da nicht gelungen ist oder so. Weil es, ja, sonst kann ich mir nicht erklären. Oder habe ich irgendwas falsch geklickt? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So. Okay, also hier ist der Berserker fertig, genau. Der bleibt mal hier als Verteidigung. So, jetzt können wir. Die Hochmenschenkavallerie bleibt hier auch drin, das passt. Genau, dann baue ich die Sachen fertig. Danach Waldkundengilde und Fistbauergilde. Hier, das brauche ich nicht zu bauen. Da habe ich ja schon mal etwas gebaut, ne? Ah, okay, das ist derselbe Ort. Hier haben wir was fertig gebaut. Okay, jetzt kommt eine Kämpfergilde, dann kommen zwei Einheiten und so weiter. In Old Land. Dann haben wir hier in Old Land noch was fertig geworden, scheinbar. Ah ne, das ist Oxland, sorry. Oxland, dann werden hier Einheiten gebaut. Genau, so haben wir es vorgehabt. Und dann erstmal eine Waffenkammer und dann eine Bank. Das ist auch Oxland. Dann Gravelland. Okay, hier haben wir noch einen Bogenschützen irgendwann mal. Sehr schön. Hier schaut's. Der Speerkämpfer ist da eigentlich fehl am Platz. Bauen wir hier lieber einen Bogenschützen und den hier. Den hier werden wir mal vernichten. Auflösen. So. Und hier ist ein Bestienzimmer fertig geworden. Wunderbar. Der nächste dauert ein bisschen, beschleunigen wir mal sicherheitshalber. Und dann bauen wir mal ein paar Sachen hier. Ja, hier müssten wir aber am besten noch einen Schamanen, damit wir zwei Fernkämpfer haben, ne? Wir haben gesagt, diese Magier sollen sich hier anschließen. Hallo, beweg doch mal darüber. Dann können wir uns mit denen hier bewegen und bis an die nächste Stadt rangehen. Wunderbar, in der nächsten Runde können wir es dann eventuell und einnehmen. Die hier bleiben hier als Verteidigung. Ach, da sind neue Truppen angekommen. Dann können wir eventuell, ist hier irgendwas drin? Nein, dann können wir den Geist hier vielleicht schon mal darüber bewegen, dass dem Gegner klauen, und die zwei können hier auch da rein, um zu verteidigen. Ah, hier haben wir einen drin. Okay, sehr gut, sehr gut. Und passt ja. Armee bewegen. Hier verteidigt. Und ich habe überlegt, ich schicke mal hier einen Trupp auch mal nach unten. Den Magier lassen wir noch oben. Falls das mit dem Torin ja endlich mal klappen könnte. Hier ist ein Katapult auch drin. Ein Priester ist auch drin. Und ein Bogenschütze ist auch da und so weiter. Also dann soll diese Truppe hier auch mal nach Süden gehen. Also Süden, in den Untergrund meine ich. So, kannst du das hier eigentlich erobern? Jawoll. Da haben wir direkt 187 hier. Wunderbar. Aber ich sehe aber gerade, wir haben hier Nahrung irgendwo. Zu wenig. Werden wir aber danach noch machen. Kriegt man ja eh eine Warnung. Hier sollte man versuchen, hier diese Stadt zurückzuerobern. Machen wir Vertrauten schicken. Bam. Schon haben wir es wieder. Und plus zwei Nahrung, perfekt.
Den habe ich da auch nicht gemacht, weil ich gehofft habe, dass ich das eventuell in dieser Runde noch machen kann. So, wir haben hier jetzt eine ordentliche Truppe am Start. Ich brauche jetzt trotzdem erstmal einen Bogenschützen und einen Schwertkämpfer und dann nochmal einen Bogenschützen, nochmal einen Schwertkämpfer und dann die Architektenhalle. Und in der nächsten Runde bewegen wir uns mal hier irgendwo hin, und um uns eventuell verteidigen zu können. Erstmal sollen die erstmal ausheilen. So, ihr geht mal in Richtung Stadt und dann beenden wir den Zug. Ja, wenn wir Glück haben, haben wir bald den ganzen Kontinent für uns. Aber wir werden hier überall von Triremen hier belagert, wie ich sehe. Ne? Das heißt, ich muss demnächst übersetzen und den Roten auf seinem eigenen Kontinent mal schlagen. Hier oben hat er ja nichts, ne? Hier hat er auch nichts. Das heißt, das hier alles erobern. Also, lass uns mal kurz gucken. Also, der Rote ist hier tatsächlich überall unterwegs. Der Lilane ist hier oben, mit dem haben wir aber keinen Krieg. Und der Gelbe ist im Untergrund, ne? Das heißt, es würde sinnvoll sein, hier demnächst hier mal rüberzusetzen, irgendwie. Brauchen wir Schiffe. Aber nicht hier, weil das ist wieder See, ne? Da mache ich denselben Schmarrn, was ich schon mal gemacht habe. Machen wir mal hier Kathedrale und so weiter und so fort. Hier ist noch ein Bogenschütze fertig geworden, wunderbar. Und hier gibt's irgendwas, wurde fertig. Hier wird noch ein Bogenschütze gebaut. Dann können wir noch eine Kavallerie reintun und ein Pikern hier sicherheitshalber. Und dann eine Animistengilde. So. Hier ist eine Kavallerie fertig geworden und dann kommt ein Bogenschütze, wunderbar. Hier haben wir einen Vogel am Start. Der Vogel, der ist ja jetzt übrig, kann sich auch hier rein bewegen. Können wir nämlich hier ordentlich verstärken. Hier ist noch ein Bestien. Hier ist ein Bestienthema auch fertig geworden. Die Architektenhalle. Dann schauen wir, dann machen wir Handelswaren. So. Schamane. Hier ist ein Schamane. Achso, Schamane ist auch fertig geworden. Genau, beides. Stufenaufstieg. Wo war jetzt hier das mit den Berserkern? Gab's hier die Berserker? Ja, hier. Nee, ich werde keine Berserker bauen. Die Paladine sind, glaube ich, besser. Also, Paladine haben mehr Reichweite und so weiter. Hatten fast genau dieselbe Stärke, also, why not? So, du baust eine Straße, mein Freund. Hier bewegt er jetzt mal nach unten. So, die bewegen sich hier in der Stadt. So. So, das ist die Stadt, Moment. Passt schon. So, jetzt holen wir mal die letzte Stadt hier. Vertrauten schicken und alles vernichtet und erobert. Perfekt. Jetzt haben wir unseren eigenen Kontinent und zwar komplett für uns alleine. Wir können aber hier nichts bauen erst einmal. Hier Einheiten freischalten. Dann den Baupfad freischalten. Ah, ja, ja. Wir müssen auch eine Bootsbauergilde irgendwie demnächst bauen und so weiter. Die habe ich vergessen, die muss ich kaufen. So, Armee bewegen. Unsere Hauptarmee steht vor der Stadt hier. 100%. Ja, wunderbar. Dann schicken wir den Vertrauten und haben eine weitere Stadt von dem Gelben erobert. Wunderbar. Müssen wir hier aber Sachen bauen. Fuck. Hier können wir auch keine Druiden bauen. Schade. Dann bauen wir mal Wildschweinreiter, Schamanen, Vogelschützen, Wildschweinreiter. Und dann mal eine Bibliothek. So. Geht okay, also nächste Runde können wir. Oh, hier ist eine 6er Truppe am Start. Gut, welche Armee? Der kann sich noch weiter bewegen. Die können sich dahin bewegen. Und dann werden wir auch den Zug. Zack, zack. Runde 240, Leute. Ja, also hier ist bis jetzt kein anderer Gegner, außer der Gelbe halt, ne? Der Gelbe hat hier unten wahrscheinlich schon alles besiedelt und hat sich dann nach oben dann verdünnisiert. So, beschworen, Thorin der Auserwählte. Ja, wo bist du denn, mein Freund? Okay, gucken wir jetzt mal. Wolfsreiter ist hier fertig geworden. Hier wird noch was gebaut. Perfekt. Ich möchte den Thorin sehen. Kämpfergilde. Hier wird noch eine Kavallerie gebaut und dann die Sachen hier. Werft, Gilde, Parthenon. Hier können wir auch eine Werft bauen, aber
Wobei hier ist mehr, okay. Ich weiß aber nicht, wo der dann erscheint, ne? Ach, der erscheint hier wahrscheinlich in einem See. Muss man aufpassen dann. Hochmeschen, Bogenschützen. Okay. Hier auch. Können wir direkt mal das nächste in Auftrag geben. Mistengilde, Partnern und Baumeistergilde und so weiter und so fort. Würde ich mich jetzt nicht damit zu beschäftigen. Hier haben wir einen Bogenschützen gebaut und da ist irgendwas gelandet. Oh shit. Machen wir das? 30% vernichtende Niederlage, 50% für hohe Verluste, 10% für mittlere Verluste und Sieg und 10% für geringe Verluste. Ich befehlige das mal selber. Ich habe mir leider keinen Helden am Start. Apropos Held, ich muss gleich mal nach meinem Turin schauen, ob der jetzt endlich mal da ist. Ui, was ist das denn für ein Viech, ey? Was ist das denn, ey? Bin immer gespannt hier. So, Fernkampfeinheiten haben sie auch. Gott sei Dank nicht so viele. Wer hat denn da geschossen gerade überhaupt? Die Briten Bogenschützen, okay. Und was ist das hier? Ein Erdelementar. 25 Stärke und 3. Oh mein Gott! Was ist das denn für ein Viech, ey? Der möchte ich auch mal beschwören können hier. Wartet mal. Den versuche ich mal am Boden festzunageln, damit er sich nicht bewegen kann. Bindnetz mal drauflegen, genau. So, und dann versuchen wir mal die anderen Einheiten mal ein bisschen zu beschädigen. 40%, okay. Erstmal die Greifen weg. 20, 10, dann schießen wir den an hier. Dann der Priester. 40, 40. Dann machen wir den hier erstmal. Hat nur eins abgezogen. Gehst du mal hier auf den drauf. Okay. So, die Hirschkäfer. Und der nächste Hirschkäfer, der soll mal. Vielleicht kann der sich bewegen. 3, 1, 2, 3. Dann soll mal der dahin. Wir beschäftigen dann den Nasenbären da oben. Kann sich sogar noch im Feld bewegen. Der Pikenier soll mal ein Stück vor. Und was kann man noch bewegen? Die Schwertkämpfer, okay. Ah, okay, da kann sich auch bewegen. Die Paladine. Komm mal hier an die Flanke. Das war's dann. Lass mal uns überraschen. Oh, das Spinnennetz ist weg von dem, ne? Oder ist er nur jetzt eingeschränkt in seine Reichweite? Er hat sich nicht bewegt, auf jeden Fall. Okay. Wir haben keine Beschädigung besetzt. Wir können erstmal ein bisschen mit dem Bogenschützen hier mal drauf klatschen. Und dann schießen wir mit dem Katapult auf die hier. Okay. Dann mit den Priestern. Mit den anderen Priestern. So, und den hier werden wir mit den Karabinen bekämpfen. Sehr schön. Nochmal ordentlich Damage und kommt, machen fertig, ja wunderbar. Da haben wir aber noch Greifen. Ich werde glaube ich die auch mal auf den Boden zurückholen. Damit die normalen Einheiten sie auch angreifen können. Zum Beispiel die Pikeniere hier. Könnten sie theoretisch nächste Runde angreifen. Die Schwertkämpfer können nicht angreifen. Achso, weil die sind ja noch in der Luft, deswegen. Die Paladine können sie auch nicht angreifen, ne? Nee. Sollen die sich auch mal dahin bewegen? Du mal dahin und dann war's das für die Runde und ich bin gespannt. Ja, er hat versucht, die Bezauberung aufzuheben, aber ist damit gescheitert. Okay, die Paladine haben Body Damage ausgeteilt, wir müssen mal die heilen. Okay. Zum Glück sind seine Fernkämpfer nicht so stark. Okay, unsere Schwertkämpfer haben sich ein bisschen bewiesen, immerhin. So, gut, Katapult. Katapult soll erstmal hier die anschießen und ich würde mal sagen, wir müssen irgendwie heilen ein bisschen hier. Die sollen mal die Schwertkämpfer heilen. Die da ein bisschen länger durchhalten.
Die hier sollen die Hirschkäfer erstmal heilen. Ich heile dann sicherheitshalber die Paladine von uns. So, okay. Jetzt können die natürlich nicht mehr schießen, aber der ist noch frei. Jawohl, der greift jetzt weg. Adios, amigo. Und du kannst hier drauf klatschen. Kann der sich schon bewegen? Ich weiß es nicht. Mach mal die Greifen hier weg. Ach, wunderbar. So, du kannst hier dich bewegen und die Bogenschützen schon mal angreifen. Wow. Das war ein Damage vom Feinsten. Du kannst wen angreifen? Den hier. Wow. Was war denn das überhaupt? Der Berserker. Ich habe gar nicht gecheckt, dass der Berserker hat. Uiuiui, das war jede Menge. Ja, aber die Pikeniere haben so viel Damage gemacht, das ist ja kaum zu glauben. Okay, die sollen sich mal dahin stellen. Die sollen, weiß nicht, vielleicht hier hin, damit die Bogenschützen und so weiter verteidigt werden. Und die Hirschkäfer sollen mal hier auch nach vorne bewegen. So, bin immer gespannt. Hört ja momentan noch ganz gut aus. Ach, jetzt habe ich es gerade gesagt und die Paladine sind fast down. Müsste Paladine dringend heilen. Ich hoffe, die überleben das noch. Ja, jetzt sind die auch wieder in Action hier, diese komischen Viecher. Ah, ich muss die Paladine erstmal heilen. Ah, das hat nicht gereicht, um voll zu heilen. Der kann sich nur um zwei Felder bewegen. Das heißt, ich kann mich hier ein bisschen zurückziehen. Da können ja nicht mehr heilen. Ne, nee, das reicht nicht mehr. Für eine Heilung brauchen die 15, also können nur einmal heilen. Die können aber hier irgendwas anschießen, und zwar die Berserker vielleicht schon mal. Die Hirschkäfer können mal hier den Berserker platt machen. Sehr schön. Die Katapulte sollen mal auf dieses Viech hier draufballern. Haben die Schaden verursacht? Ja, 7 Stück sogar. Aber die leben immer noch. Die sind halt so stark, ne? Greift ihr mal die Berserker an. Wow. Die Pikeniere, die sind ja echt mega gegen die Berserker scheinbar. So, die Bogenschützen können schießen. Und zwar, was sollen die anschießen? Den hier kriegen wir eh nicht platt, aber vielleicht kriegen wir... Ja, wunderbar, die berittenen Bogenschützen sind auch weg. Und die Paladine, die ziehe ich mal zurück. Ein Feld. Um sie in der nächsten Runde weiter zu heilen. Und was ist das hier noch? Ein Nomadenschwerkämpfer, den lasse ich mal da. Hört mich jetzt nicht. So, der, genau, der Paladin ist der letzte. Dann machen wir eine Runde beenden. Und ich hoffe, ich kann den Paladin hochheilen. Was ist jetzt da? Ist gestorben, ein Pikenier. Aber haben auch ordentlich Damage ausgedacht. Ich wusste gar nicht, dass sie so stark sind, die Pikeniere, ne? Hätte die mal, das mal ausprobieren sollen hier. So, die Paladine sind jetzt fast voll. Ich riskiere mal hier das Viech hier, den Erdelement, da mal anzugreifen. Okay, super, der ist weg. Also der ist gar nicht so schlimm gewesen, wie ich gedacht habe. Aber vielleicht haben wir auch nur Glück gehabt. So, die Katapulte sollen mal hier draufballern. Die Priester sollen mal hier draufballern. Und die anderen Priester auch. Und damit haben wir die Runde gewonnen. Ja, so viel zu den Chancen. Wir haben einmal einen Pikenier hier verloren, aber wir haben wunderbare Arbeit geleistet. Was ist hier eigentlich alles? Da sind nochmal so eine Truppe, aber nicht mehr so stark. Okay, wir packen hier mal noch einen Bogenschützen rein zur Verteidigung. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Und Thorin! Ja, da ist er ja, der Honk. Endlich mal hier. Boah, der kann ewig weit laufen. Dann soll er mal hier hingehen. Dann will ich ihn mit der Armee vereinigen. Der schaut ja mal cool aus, wie der hier rumreitet, ne? Wow. Thorin, ja, wunderbar. Wir haben Thorin endlich, Leute. Ich wollte hier mal kurz gucken. Weil wir haben doch noch. Wir haben doch diesen Zauber noch. Wir können Thorin Artefakt. Artefakte können wir dem geben, oder? Mein Freund. Du hast 13 Stärke Nahkampf und so weiter, Resistenz und bla bla bla. Können wir dich mit Artefakten versorgen? Ja, mit denen nicht. Aber dem kann man scheinbar was anlegen. Ich möchte den Thorin unbedingt stärker machen. Ja,
Firma dem vielleicht diesen kanalisierten Chaos-Dingsbums. Ne, auch Satorin, okay, das vergesst es. Was können wir mit Torin so machen? Riesenstärke. Könnte man mal vielleicht geben. In der nächsten Runde, okay. Wo ist eigentlich unser Feuerriese, du? Ist der irgendwo mal draufgegangen, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendeine Einheit hier fehlt. Hier? Ja, hier ist er dabei, okay. Ja, die können jetzt endlich mal auch da runter gehen. Wobei, hier landet wieder irgendwas, ne? Aber da haben wir auch eine Einheit da oben. Hier geht's mal nach unten auf jeden Fall. So. Hier haben wir nächste Runde. Ne, wann haben wir denn hier die? Haben wir keine Einheiten hier, die wir bauen können. Doch, so ein Speerkämpfer. Naja, besser als nichts, ne? Brauchen wir den mal. Und dann können die sich schon mal vielleicht. Bin ich aus Wasser, ne? Ich muss irgendwo hier einen Hafen bauen. Oder einen Hafen haben. Habe ich irgendwo einen Hafen hier? Wo ich Riemen bauen kann? Nee, hier nicht. Ja, auch nicht unserer Seabury vielleicht. Wie der Name schon sagt, könnte der Triremen bauen. Jawohl. Trireme, die einfachste Wassereinheit. Günstig in der Herstellung, bla bla bla. Aber ich glaube, die können transportieren, ne? Erlaubt es, bis zu 8 andere Einheiten mit sich zu tragen. Dann bauen wir mal 2. Können wir vielleicht 9 Einheiten dann drüber schippern. Brauchen wir auch direkt. Oh, und hier ist die nächste Truppe schon wieder am Ausschiffen hier. Okay. Okay, dann muss ich mal schauen. Kann ich nicht hier die... Wann kann ich diese Galeeren oder sowas bauen? Werft. Dafür brauche ich ein Sägewerk, okay? Und Sägewerk kann ich nicht bauen, weil ich keinen Wald in der Nähe habe, oder wie? Ach, das ist doof. Das ist eine blöde Provinz für sowas. Dann brechen wir das ab. Weil hier sind Triremen, die machen uns platt. Da muss ich ja 10 Stück bauen, damit wir da überleben oder so. Tempel und bla bla bla. Gucken wir mal, ob wir hier noch Redlock. Ne, das ist eine eroberte Stadt, aber hier kann ich Galeeren bauen tatsächlich. Okay, Galeeren. Galeeren transportieren doch auch, oder? Auch 8 andere Einheiten, okay. Aber die können halt schießen und so weiter, also das macht schon mehr Sinn. Machen wir mal 4 Stück. Und die brauchen 2 Runden. Ja, das passt schon, bis die Einheiten hier angekommen sind. Hier ist auch schon wieder was. Es sind auch nur Triremen und so weiter. Kann ich eigentlich auch Galeeren bauen? Ja, aber Triremen könnte ich bauen hier. Okay, dann muss man Breastlock Galeeren bauen. Hier kann man noch nicht viel... Hier ist noch eine große Stadt. Hier kann ich auch Galeeren bauen. Dann baue ich hier auch mal 4 Stück. Dann Handelswaren wieder. Und dann haben wir eine kleine Seeflotte immerhin am Start. Ja, ich merke gerade, die Folge geht schon viel zu lange. Ich mache mal eine Pause, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.